Hallihallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Asterix und Obelix. Und ja, wie ihr sehen könnt, ich bin nicht im Gebirge, wie ich es gesagt hatte am Ende meiner letzten Aufnahme. Ich bin im Passwortbildschirm, einfach aus dem Grunde, weil ich jetzt in der Schweiz eine vorbildliche erste Runde spielen möchte. Und natürlich als Asterix, aber ich habe mir gedacht, nee, so einfach nicht. Ich habe ein bisschen geübt, nicht viel, aber ein bisschen, und möchte jetzt nochmal von vorne anfangen, in der Schweiz. Und wie gerade gesagt, eine richtig schöne, vorbildliche erste Runde spielen. Denn das, was ich hier mit Obelix abgeliefert habe in meiner letzten Aufnahme, das ist nicht schön. Das ist nicht schön, sowas will man nicht sehen. Deswegen werde ich jetzt sehr strategisch, nämlich genau so, an meine Gegner rangehen und einen nach dem anderen ausschalten. Und im Übrigen auch alle 10 Sterne sammeln, das will ich auch. Hier kommt ein Pferdewagen, genau. Aber wie unfair das doch gemacht ist. Es werden hier extra hier Münzen hingelegt, dass man hier reinläuft und dann dieser Pferdewagen angerannt kommt. Oder Pferdenah, wie ich ihn doch bezeichnet habe. Aber holen wir uns erstmal die Münzen hier oben. Denn dieser Level ist auch eine sehr gute Möglichkeit, um an Leben zu kommen. Das habe ich in meiner Probe, die ich gemacht habe, also meiner Übung, auch gemerkt. Dass man hier sehr schön an Coins rankommt. Und es auch noch hier einen Stern gibt. Im Übrigen der Stern, den ich vergessen hatte. Hier kommen Soldaten und ein Pferdewagen. Und bei dem Pferdewagen springe ich noch immer aus Reflex nach oben. Obwohl er mir eigentlich gar nichts kann, wenn ich hier im zweiten Layer bin. Hier gab es noch einen Stern. Vorsicht, hier kommt einer angerannt, genau der. Und hier oben kommt lustigerweise auch einer angerannt. Einer, der eben noch gar nicht da war. Aber nur so viel dazu. Und noch einer. Und von hinten werfen sie mit Sperren. Sehr freundlich alles. Ja, sehr freundlich und sehr einladend in unserem Karotte. Ja, das war ein bisschen nahe. Aber, das Ding. Bei dem muss ich ehrlich sagen, den hatte ich eben gar nicht. Ja, ich habe eben ein bisschen geübt. Und den Typen hatte ich hier oben drauf gar nicht. Okay, anscheinend bin ich zu langsam gelaufen, dass in der Tat noch ein Dritter gespawnt ist. Muss ja so gewesen sein. Ein weiterer Stern. Und diese Mistviecher hier, diese Baumstammleute, kann man am besten in der Tat, wie auch schon beim letzten Mal erwähnt, so besiegen, dass man ganz kurz vor ihnen hochspringt und sie dann weghaut. Doch bevor sie wissen, was eigentlich Phase ist. Ja, und hier gab es einen Käse irgendwo. Und den hätte ich gerne. Hopp. Boah, ja. Okay. Steuerung ist manchmal eine komplizierte Sache. Ist so ein bisschen wie in der Fahrschule, nur dass man hier nicht von irgendwelchen Eichhörnchen bedroht wird in der Fahrschule. Zumindest ist das mir nicht passiert. Aber man muss sich halt erstmal dran gewöhnen. Ganz im Ernst, Eichhörnchen. Du willst mich doch verarschen. Wir waren eben so gute Freunde. Naja, nee, Freunde waren wir nicht, aber wir haben uns einfach gegenseitig ignoriert. Und das würde ich auch jetzt gerne weiterhin tun. Danke für den Käse. Da kommt doch wieder so ein Typ hier, oder? Ja, genau. Wobei, der kommt noch fair, mehr oder weniger. Er kommt nämlich erst nach dem Stern. Aber sonst kommen mir die Gegner auch teilweise einfach während. Ja, das meine ich. Während du irgendwas mitnehmen willst, ohne dass du überhaupt merkst, dass hier ein Gegner ist. Das finde ich nicht mehr ganz so freundlich, aber naja. Dieses Spiel hat schon an gewissen Stellen echt fiese Fallen. Muss man so sagen, wie es ist. Ist das ein Mehrfachblock gewesen? Ach, ein Stern war das. Okay. Na, runter. Mit Strategie, Mr. K. Mit Strategie. Wunderbar. Okay, sammeln wir mal die... War da Münzen drin? Genau, die Münzen. Hier war das Leben, das ist auch sehr gut. Denn ab dem Moment, wo wir das haben, können wir gerne eins verlieren. Das ist dann nicht mehr ganz so schlimm. Oh, Baumstammmensch. Wobei, das ist... Das verstehe ich bis heute nicht, warum er manchmal doppelt springt, wenn ich irgendwo hochspringe und er kommt gerade so dort oben an, dann springt er auf einmal doppelt. Ich weiß nicht, warum er das macht. Ich habe keine Ahnung, aber er macht es. Und ich muss echt vorher die Sprungtaste loslassen. Aber ja, umso länger ich sie gedrückt halte, umso weiter springt er auch. Oh! Jasses, nee, du, okay. Den hatte ich eben nicht. Beziehungsweise ich hatte ihn, aber... Ich war einfach ein Layer tiefer. Aber ich wusste nicht mehr, dass der Idiot von ganz unten einem so entgegengesprungen kommt. Ich musste sowieso nach oben. Meine Lebensenergie ist schon wieder erschauderlich niedrig. Aber ich werde diesen Level jetzt trotzdem vorbildlich beenden. Ich komme hier gar nicht so rüber, oder? Egal, gib mir nochmal ein Stück zurück.
Dann respawnt hier oben dieses kleine Stück Ast. So. Und jetzt können wir hier rüber. Genau. Aber ich glaube, Käse kriegen wir hier keinen mehr, oder? Na gut, aber wir müssen einfach aufpassen jetzt. Ja, genau, auf so eine Leute wie den hier. Nein, mit Contenance. Buff, buff, buff. Genau so. Da war entweder ein Stern drin oder Käse. Ich weiß es gerade nicht, aber da können wir gleich mal gucken. Die beiden... Das sind welche, die auf einen zugerannt kommen, glaube ich. Ja, scheiße, aber ich muss das so machen. Auch wenn der, glaube ich, zugerannt kommt, sonst kriege ich den Typen hier oben nicht weg. Wir warten das Eichhörnchen ab. Nee, da war noch Käse drin, auf der Seite, genau. Wunderbar, da können wir gleich wieder unser Leben so ein bisschen auffrischen. Hopp. Da ist das Eichhörnchen. Und hier ist ein Stern drin. Ah, nee, hier war der Käse. Wunderbar, okay. Auch wenn Käse nicht unbedingt so viel macht. Ich hätte mir da ein bisschen, oh, ein bisschen mehr gewünscht. Alter, diese Eichhörnchen. Dass sie so spontan auftauchen. Aber nee, ernsthaft, das ist ein Kinderspiel. Hier wird Kindern suggeriert, dass Eichhörnchen gefährlich sind. Ich meine, ja gut, vielleicht sind sie es ja auch. Ich habe keine Ahnung. Mir hat ein Eichhörnchen noch nie was getan. Mir nicht. Allerdings kenne ich da andere Leute, denen ein Eichhörnchen schon mal in gewisser Art und Weise etwas getan haben. Zwinker, zwinker. Falls du das hier siehst, du weißt genau, dass du gemeint bist. Ja, so viel dazu. Aber nee, ansonsten sind es eigentlich ganz liebe Tiere, die eigentlich auch ganz süß und niedlich aussehen. Da, ein Stern noch und 15 Sekunden. Und da oben war ein Käse drin, das weiß ich auch noch. Vorsichtig. Ja, gut, ich habe halbes Leben, habe ich noch, aber trotzdem... Vorsichtig. Oh, vorsichtig, Sarik, lass mich von dem Vollidioten hier treffen. Ah, okay, das war der letzte Stern. Auf dem Rückweg kommt... Das Arschloch kommt auf dem Rückweg. Das darf nicht wahr sein. Das ist so eine unfaire Scheiße. Und vor allem, wenn du den hier oben mitnimmst... Oder auch nicht, ist egal. Ich bin irgendwie durchgekommen. Das ist... Egal, wie man es macht, man kriegt auf die Fresse. Aber ich bin durchgekommen. Ich habe hoffentlich ein Leben. Fragezeichen. Ja, und ich habe hoffentlich auch... Wow! 10 Sterne? Ja! Wir haben eine Bonusrunde, obwohl die ist nicht ganz so einfach. Ich muss sagen, beim ersten Mal, als ich die eben hatte, ich bin ziemlich schnell von dem Baum runtergefallen. Es ist eine Baumbonusrunde und ja, ich muss mal gucken, wie das hier genau funktioniert. Wie ich an den Block da unten rankomme. Ich wollte an den Block da unten rankommen, aber ich bin noch nicht dran gekommen. Ich bin gleich ins Nichts gefallen. Oh! Also, ja, eigentlich gerade wie jetzt, aber ihr habt die Bonusrunde zumindest mal gesehen, ich habe keine Ahnung. Aber ich meine, dass selbst Bonusrunden hier so schwer sein müssen, Alter. Wie dem auch sei, wir sind durchgekommen. Jetzt kommen wir an den See. Wir werden dort wahrscheinlich ziemlich schnell Leben verlieren, weil wir keine Lebensenergie mehr haben. Und vor allem hätte ich gewusst, dass das ein dämlicher Block ist, einfach nur wo... Oh, die haben, wir haben volle Energie. Vielleicht, weil wir die Bonusrunde freigeschaltet haben, ich weiß es nicht, aber... Oh! Wir haben voll Lebensenergie. Den kennen wir auch. Das ist der, der so schnell abhaut. Aber ich finde das ganz schön. Zumindest haben wir es so nicht unbedingt so schwer, gerade am Anfang jetzt. Sonst hätten wir ja gar keine Lebensenergie mehr gehabt. Und der See, eigentlich ist er auch nicht schwer. Man muss ihn kennen. Man muss wissen, wie er funktioniert. Und danach sind wir schon wieder im Gebirge. Demnach alles kein Problem. Hier war ein Vogel. Nee, hier war dieser Tröterich. Der kommt auf mich zugerannt. Nee, kommt der nicht. Okay. Das ist... Ach, weil ich ihn am Leben gelassen habe. Okay. Aber dass er mir deswegen jetzt auf den Arsch gehen muss, ist auch so eine Sache. Das tut nicht Not. Da bin ich doch der festen Meinung, dass das nicht Not tut. Hier war das, wo ich den Vogel wegknallen musste, oder? Ja, dummerweise. Ah, ja. Muss ich's wirklich... Hier war ein Stern, glaube ich, drinne. Will ich den Stern haben? Alter, du dämlicher Kackvogel. Okay, ich will... Ich hau den Vogel kaputt. Leck mich. Arschloch. Halbes Leben ziehst du mir ab. Piss dich. Meine Fresse. Dämliches Federvieh, ey. Da komme ich drauf. Mit ein bisschen Gewalt komme ich da drauf. Sagt Licky, ich komme da nicht drauf. Hier läuft die Zeit ab. Ich komme da in der Tat nicht mehr drauf. Herzlichen Glückwunsch. Käse? Ja, zum Glück, hier war der Käse drin. Dann war da halt ein Stern drin. Na, ist egal. Die Bonusrunden sind mittlerweile sowieso so dermaßen unfair, dass es sich gar nicht mehr... Oh! Fuck it! Weg hier! Einfach weg! Einfach weg! Wow, ist das schon... Ist das schon zwei? Oh! Sehr gut. Wiedersehen. Wiedersehen. Einer nach dem anderen. Will ich gar nicht haben. Ist wahrscheinlich ohnehin nur ein Stern. Yassa! Yassa! Da kommt einer raus.
gut. An sich, ich muss allerdings meine Aussage vom Anfang revidieren. Am Anfang meinte ich, das Spiel wäre sehr schwer. Na, es geht eigentlich. Es ist gar nicht mal so wahnsinnig schwer. Man muss sich halt nur von vornherein erstmal an diese Steuerung gewöhnen. Weil das, was ich immer noch am störendsten finde, ist, dass er so am Rutschen ist. Gerade wenn man auf so kleinen Plattformen landen muss. Oder wenn das Spiel gerade laggt. Ja, das ist auch eine tolle Sache. Was wahrscheinlich an meinem schlecht defragmentierten Computer liegt. Nee, ist nicht schlecht defragmentiert, ist einfach nur wahnsinnig voll. Und die will ich gar nicht bekämpfen. Ich gehe so weiter. Hier musste man... Oh, das war Glück. Rüber, ja. Aber das war in der Tat Glück. Oh, du blöder Penner. Was? Ja, ach, der Vogel verschwindet im Nichts. Ah, der kommt wieder und verschwindet wieder im Nichts. Okay. Käse, super Sache. Aber an sich geht's eigentlich mit der... Oh, noch ein Käse, super, super Sache. Doppelsuper Sache, vor allem, wenn man danach getroffen wird. Und vor allem von so einem Heini hier. Piss dich. Das, finde ich, sind in der Tat immer noch die Schlimmsten. Die Schwerter so nach vorne stechen. Und diese Passage hier, die war auch wunderbar. Bums. Da wäre ein Stern drin gewesen, aber ist mir egal. Ich versuche ja eigentlich nur lebend irgendwie durchzukommen. Und ich erwische jeden Fisch, wow. Wow. Gibt es dafür einen extra Bonus, wenn man jeden Fisch erwischt? Nee, anscheinend nicht. Einer noch. Bums. Nee, es gibt nur Punkte. Na, immerhin. Asterix, halt dich an der Strickleiter fest. Vielen Dank. Guter Asterix. Eieiei. Bums. Hier kommt auch einer angerannt, oder nicht? Das Problem ist, wenn ich ihn angerannt kommen sehe, hier müsste der kommen. Jetzt ist es für mich ohnehin schon zu spät, weil ich nichts mehr machen... Du Arschloch! Du blödes Arschloch! Was soll man überhaupt gegen den machen? Ja, leck mich, piss dich, gib mir deinen Käse, der irgendwo in deinem Schuh gesteckt hat und lass mich weitermachen. Danke. Noch mehr Fische, oder? Ja. Bums. Da könnte Käse drin sein, aber ich gehe das Risiko nicht ein. Ich springe hier nicht. Am Ende falle ich aus dem Boot oder... Ach Leute, ihr kennt mein Glück. Ihr wisst, wie es um mein Karma bestimmt ist. Aber wir sind schon wieder im Gebirge. Wir kriegen wahrscheinlich sogar noch ein Leben. Jo. Man habe aus irgendeinem Grund sogar 5 Sterne, krass. Obwohl ich eigentlich nichts absichtlich gesammelt habe. Also, wir sind wieder im Gebirge mit ganzen... Wie viel Leben haben wir? 7? Ja, mit ganzen 7 Leben. Krasse Sache. Und guck mal, hier musste man in der Beuge abspringen, ungefähr hier. Wobei sogar, vielleicht sogar noch ein bisschen tiefer. Boah, jemand wird hier, ohne Witz, man wird hier gezwungen zum Weiterlaufen. Das ist so ein bisschen wie Kaizo. Da meinte ich nicht eben noch, das Spiel ist gar nicht so schwer. Ja, ich revidiere meine Aussagen gerne mal. Da! Oh. Da gehe ich nicht hoch, weil da kriege ich nur aufs Maul. Das nehme ich zwar gerne mit, aber ich hau lieber Centurio kaputt. Auch wenn es nicht so einfach ist, aber das mache ich in der Tat noch lieber. Aber erstmal würde ich die beiden gerne trennen. Trennen, hallo. Hey, er klebt Centurio am Arsch, das ist nicht mehr normal. Danke, und jetzt noch Centurio. Ich glaube, er schlägt einmal zu, das kann man nicht ändern, oder? Oh! Hä? Das macht so keinen Sinn! Aus so einer Entfernung kann ich ihm eine reinboxen. Natürlich, er hat eine Hitbox größer als Obelix. Ist ja unglaublich. Aber anscheinend aus irgendeinem... Boah, also... Es geht hier echt von solche in solche über. Man kann es nicht anders sagen. Aber das hätte ich jetzt bei weitem nicht erwartet, dass... Diese wahnsinnig... Wahnsinnig große Hitbox so funktioniert. Was kann ich hier oben machen? Gar nichts. Ich kann hier nur... Da kommt gleich noch ein Stein angerollt. Oh, jei, das wollte ich eigentlich anders machen. Ich wusste nicht, dass es hier so direkt runtergeht, aber... Geh, Mickey, geh weiter. Geh weiter. Geh einfach weiter. Geh weiter. Du willst hier nichts sammeln. Du willst einfach nur weg. Ist hier nicht auch schon gleich... Muss ich wieder springen. Der Punkt, wo ich dann gegen Centurio kämpfen muss? War das nicht hier? War hier oben nicht die Brücke? Hier war ein Vogel. Egal. Egal. Boah. Boah, ja, hier war die Brücke mit Centurio. War das nur Centurio? Nee, dahinter war noch ein anderer. So. Aber dass ich ihm aus dieser Entfernung eine reinhauen kann, das ergibt sowas von überhaupt gar keinen Sinn. Das ergibt keinen Sinn! Ich meine, ich
Ich treffe nicht mal den Lufthauch um ihn herum, aber trotzdem erwische ich ihn aus irgendeinem Grund. Und hier ist das Level auch schon zu Ende. Krieg ich ein Passwort? Ich habe keinen einzigen Stern, oder? Ja, was soll's, egal. Ich kriege kein Passwort. Ja, was will man da machen? Kriegen wir irgendwas anderes? Die Bank? Was muss ich denn hier machen? Wir haben 70 Sekunden. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen muss. Ich bin... Boah, Arschloch! Solange es keine sind, die wieder so losrennen, ist die Welt eigentlich in Ordnung. Okay, mein erstes Leben bin ich wahrscheinlich gleich los. Ich habe nicht mehr viel, aber... Voila! Wow, okay. Hier muss man runter. Lass mich raten, hier muss man... Ja, muss man runter. Es ist ein Irrgarten, oder? Ich kann mich an das LP von X-Rack noch so ein bisschen erinnern. Und ich glaube, hier war das ein Irrgarten. Die meinten doch, irgendwer sitzt im Tresor... Ach nee, hier musste man die ganzen Tresore aufmachen. Ah. Ach, okay, die kann man schieben. Ich wollte zwar eigentlich nur in die Richtung laufen, aber whatever. Ja, diesen Part habe ich bei X-Rack auch gesehen. Und ich meine, man musste die hier alle aufhauen. Ja, nämlich genau so. Musste die zum einen alle aufhauen, hat zum anderen sehr wenig Zeit dafür. Aber testen wir mal an. Wir haben ja noch 6 Versuche. Ah, oh, das ist natürlich... Heieiei, das ist ein bisschen scheiße. Oh, und weg. Ist dahinter noch irgendwas Wichtiges? Hier sind Blöcke. Oh, hier ist ein Käse drin. Wunderbar. Den bin ich gleich sofort wieder los, oder? Ja, bin ich. Egal. Hier gab es 2... Oh, ich brauche das irgendwann wieder hochzukommen. Ganz im Ernst, ich glaube, in dieser Stage muss man sich echt wahnsinnig beeilen. Aber ja, das wurde uns am Anfang gesagt, dass in einem dieser Tresore soll dieser Typ drin sein, den wir suchen müssen. Warum auch immer das der Fall ist, aber man soll es nicht in Frage stellen. Gehe ich wieder hoch oder gehe ich? Ich gehe wieder hoch, weil ich überlebe das sowieso nicht, darunter zu gehen. Ich gucke, was in der ersten Falltür gewesen wäre, beziehungsweise was heißt Falltür, also die erste Leiter nach unten. Insofern nicht wieder ein Soldat auftaucht. Der Soldat, ja, der geht. Der mit seinem Schwert geschwungen kommt, der ist eher so ein bisschen gefährlich, okay. Bums, hier ist einfach mal überhaupt gar nichts drin. Eine Münze. Okay, das war's dann. Aber wir wissen jetzt zumindest schon mal so ungefähr, wie das hier aussieht. Also nochmal, gehen wir gleich erstmal hier vorne runter. Und machen diese Tresore auf. Ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, ob man jetzt alle Tresore aufmachen musste oder... Das war dumm, glaube ich. Nee, es war noch nicht dumm. Ja, noch nicht dumm. Ob man hier alle Tresore aufmachen muss oder einfach nur den richtigen und der am weitesten weg ist. Aber ich gehe einfach mal davon aus, man hier alle aufmachen muss. Deswegen, das wäre der erste Gang nach unten gewesen. Von da aus gehen wir jetzt die zweite Treppe runter. Gleich kommt dieser Verrückte wieder an. Ich dachte, der käme jetzt schon, aber nein, der kommt jetzt gleich irgendwann. Hier kommt der. Wow! Das war mehr Glück als Verstand, wie man es von mir gewohnt ist, aber ich bin nur halbwegs lebend runtergekommen. Bums. Und jetzt bist du erstmal dran. Dann gehen wir wieder hier runter. Geh runter. Ach so, hier muss man nicht runterspringen, hier kann man einfach runterklettern. Ich verstehe. Nur die Hälfte, aber komme trotzdem weiter voran. Erstmal das gefährliche Stück. Das ist die... Ach, man kann dabei sogar rennen. Cool. Einfach mal ganz an der Seite. Das geht. Okay, wie mache ich das jetzt, ohne getroffen zu werden? Okay, so mache ich das. Wunderbar. Den Käse brauchen wir nicht. Wir sind dafür noch voll genug, würde ich mal sagen. So. Hier müssen wir nicht hoch, sondern wir müssen da runter. Ich will mich daran nicht festhalten. Asterix! Geh runter! Oh mein Gott! Oh, scheiße.
Naja, ist ja nicht großartig. Was? Warum hältst du dich von alleine fest? Alter, bei allen anderen Spielen muss ich einen Knopf drücken, damit sich der Bauer festhält. Aber nein, jetzt muss ich... Ach du Scheiße. Kann ich da drüber springen wenigstens? Ja, das kann ich, aber... Oh, das macht die Sache nicht unbedingt besser. Bin ich eigentlich schon ganz... Du... Ach, den Wahnsinnigen, den gibt's auch mit der Lanze. Ja, super. Aber Moment, das ist ja grauenhaft. Wie mache ich das denn?